Arschig ist, hallo draußen, willkommen zu einem weiteren Crate Opening of Endfight. Ja, wir öffnen heute nicht die Standard-Crates, sondern es gibt jetzt Forge-Crates. Yo, ich öffne davon jetzt mal 18 Stück, zwei verlose ich, sprich zwei Leute können die Forge-Crate gewinnen, die ist noch nicht released. Kommen erst beim nächsten Update raus und wann das ist, keine Ahnung, diese X-Enderboy ohne Enderbot, ey, ohne Witz, der spammt schon die ganzen Tage rum. Ja. Auf jeden Fall zeige ich euch mal jetzt, was es da alles drin gibt. Also hier mal die Phoenix 2 Crate, 500k, 1 Million 32 Spawner, Bedrock, 2 Millionen 64 Spawner, Osiris Crate, Orbit Crate, 5 Millionen 96 Spawner, eine Premium S mit 100 Spawnern, ein Frosch-Präfix, 30 Millionen Coins und ein Rang-Upgrade. Ja, die YouTuber-Crates, die dürfen nicht zu OP sein, dementsprechend habe ich mal das vorgeschlagen und es wurde auch letztendlich genommen. Und ja, die wird es halt bald bei dem nächsten Update geben. Unter anderem kann man die auch dann im Shop halt kaufen, bei Slash Shop. Und da bekommt jeder YouTuber halt, wo man die Crater kaufen kann, da kann man halt, kriegt der YouTuber halt 1% des Kaufes. Sprich, angenommen, die wird jetzt 50 Millionen kosten, kriege ich 500.000 Coins pro Kauf. Und ja, auf jeden Fall eine ziemlich nice Idee. Ja, fangen wir auch mal direkt an. Ich will mal kurz schauen, ob ich die Animations anhabe. Nein. Und dann öffnen wir mal die erste Crate. Das ist leider von der Phantom Crate die Animation. Oder welche auch immer es war. Und ja. In der ersten Crate bekommen wir raus. Ah, schade. Ich wollte. Ohne Witz, ich wollte erreichen, dass ich die Premium S mit 100 Spawnern bekomme. Als Minimum quasi, was ich gewinnen möchte. Ansonsten. Ja, aber da war es schon fast wieder. Ja, 128 Bedrock. Ansonsten möchte ich gerne 96 Spawner bekommen. Das ist eigentlich alles möglich, was ich hier bekomme. Und yo. Luke, kann ich 50 Millionen Prims kaufen? Dies, das. Sorry, nein, ich speiere aktuell. Und übrigens, die, mit der Verlosung mit der 50 Millionen für den Präfix. Das werde ich nach dem, Update auflösen. Weil das finde ich dann eigentlich schon viel cooler, wenn auch die Frosch Crate Release ist. Ja, ich habe genug Geld, sieht ihr da rechts, 58 Millionen. Und ja, Grüße an Schumpfine1, falls du das Video siehst. Und yo, guck mal. Was bekommen wir jetzt raus? Ah, schade, kein Osiris Crate, aber 32 Spawner, immerhin. Ich beschwere mich mal nicht. Und am Ende machen wir auch noch eine Alles- oder Nichts-Crate auf. Eigentlich auch ziemlich nice. Und was ich noch ankündigen möchte. Nein, was knapp. Am Freitag, wie heißt es? Ist es 19 Uhr das Abschiedsevent der Froschkette, weil ich in der Froschkette verlassen werde. Oh, eine Osiris Trade. Jetzt wundere ich mich aber, wieso kann der mich anschreien? Eigentlich habe ich meine. Ja, geil. Also Doggy, falls du es siehst, ich weiß nicht, wer das ist, diese Schlumpfine 1, ob es ein Nick ist oder so. Ja, nehmen wir eben ein Jackpot-Teil. Und die nächste Frosch-Crate öffnen wir jetzt. Also echt, die Premium ist mit den 100 Spawnern, ist mein Minimum, was ich haben möchte. Luke mit Potback, jo, können wir machen. Oh, da kriegen wir noch eine Phoenix 2 Crate. Joa, ich beschwere mich nicht, die öffnen wir auch noch danach. Und Legend Kaneki gewinnt im Jackpot, naja. Und wir bekommen wieder 500k. Ja, 10% Chance halt, ne? Letztendlich ziehe ich halt hier alles die ersten Sachen. Und wie gesagt, ihr könnt zwei Stück gewinnen. Die sind aktuell richtig wertvoll. Die sind zwar richtig selten. Ne, ich öffne 17. Einen behalte ich selber. Und zwei verlose ich. So. Und die wird man dann auch nach dem Update im Shop halt kaufen können, wie gesagt. Und halt durch die Aktivität. Kommen ja zwischendurch Crates oder was auch immer. Dadurch kann man die auch bekommen. 2 Millionen Münzen. Nice. Noch 5 Crates danach. Ui. Selbst wenn ein Rang-Upgrade rauskommen würde, das wäre so nice. Ich weiß gar nicht, kriege ich denn den Legendary-Rang oder wie ist es eigentlich? Oder kann ich den einfach losen? Ich weiß es nicht. Müsste ich dann Doggy im Notfall halt nachfragen. Und ich würde dann sagen, mach mir 4 Stück mal ohne Animation auf, weil das Video sonst auch dann zu lang und finde ich zu langweilig wird beim Crate Opening. 32 Spawner, okay. 150 Mio-Punkte. Uiuiui, habe ich kein Geld für. So, die Osiris Trade. 16 Mob-Spawner, Phoenix 2, 10 Ops. Nummer 1. Oh, 128 Bedrock.
Nummer 2 500k, Nummer 3 500k und die letzte 64 Spawner. Ja, dann muss ich sagen, das war's mit dem Video. Wie ihr die Frosh Crates gewinnen könnt, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und schreibt euren Ingame-Namen in die Kommentare. Das Ganze wird random ausgelost. Eventuell suche ich auch mir ein paar Leute einfach aus, also die zwei Leute. Und ja, dann muss ich sagen, das war's mit dem Video. Lasst sehr gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Oder schreibt mir in die Kommentare, welche Crates ich mal als nächstes öffnen soll. Wäre auf jeden Fall auch cool. Einfach mal informieren, welche Crates es gibt. Auch wenn es alles oder nichts Crates sind, das dauert halt dann länger. Stimmt, da wollte ich eigentlich noch eine alles oder nichts Crate öffnen. Ja, jetzt habe ich aber zu wenig Money. Dann gehen wir einfach ganz schnell in die Base. Machen aber ohne Animation, quasi random. Ich weiß jetzt nicht, ob das reicht. Ob ich dann die, Dings, die 50 Millionen voll bekomme. Nee, das wird nicht reichen. Ich verkaufe einfach eben schnell die Spawner. Okay. Es fehlen mir 2 Millionen. Ja, scheiße. Summer lagged. Ja, auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr euch freut. Kann mir wer eben 1,5 Mio payen? Für Rick. Thank you. Ja. Dann schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare, was ihr dann für Crates sehen möchtet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ah, mir fehlen 500k noch. 400k fehlen. Hast du noch über Run and Fix? Wäre auf jeden Fall mega nett. Luke abgehoben im Mizzet XD. Ja, grüße auf jeden Fall an Run and Fix. Grüße an Money is Wasted. Ja, mir fehlen 400k. Ja, dann ist es halt jetzt so. Dann, ja, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Luke. Ciao. Okay, da wollen wir noch nachträglich von dem Hertha Chris 5 Millionen gepayt. Dann öffnen wir jetzt eben doch noch eine alles oder nichts Great. Und dann möchte ich aber trotzdem sagen, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Euer Luke. Ich wurde gebannt. Und ciao.